Die bodenmechanischen Eigenschaften feinkörniger, bindiger Böden werden über die sogenannte Plastizität bestimmt. Damit ist gemeint, dass ein solcher Boden durch äußere Einwirkungen seine Form ändern kann und diese dann auch beibehält. Zum Beispiel lässt sich ein plastischer Boden kneten oder zu kleinen Röllchen ausrollen. Die Fähigkeit eines Bodens, sich plastisch zu verformen, hängt sehr stark vom Wassergehalt ab. Wenn zu viel Wasser im Boden ist, dann verhält er sich fast wie eine Flüssigkeit. Wenn es zu wenig ist, dann ist der Boden spröde und fest und lässt sich ebenfalls nicht mehr oder schlecht verformen. Für baupraktische Fragestellungen ist dies relevant, da zum Beispiel die Festigkeit oder die Steifigkeit des Bodens von den plastischen Eigenschaften und dem Wassergehalt abhängen. Der Bereich an Wassergehalten, in dem sich ein Boden plastisch verhält, wird als sogenannter plastischer Bereich bezeichnet und ist durch zwei Grenzen definiert. Den Wassergehalt an der Fließgrenze, WL, und den Wassergehalt an der Ausrollgrenze, WP. Diese Grenzen sind für jeden feinkörnigen Boden spezifisch und erlauben es, ihn nach Norm zu klassifizieren. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie man den Wassergehalt an der Ausrollgrenze oder kurz die Ausrollgrenze im Labor bestimmt. Die Ausrollgrenze bezeichnet den Wassergehalt am Übergang von der halbfesten zu bildsam, also plastischen Zustandsform. Dieser wird nach DIN EN ISO 17892 Teil 12 mit dem Verfahren zur Bestimmung der Ausrollgrenze ermittelt. Hierfür benötigt man lediglich eine flache, glatte Platte, die in der Regel aus Glas besteht. Außerdem kann ein faserfreies Saugpapier hilfreich sein, um damit die Verringerung des Wassergehaltes während des Ausrollens zu beschleunigen. Zur Bestimmung der Wassergehalte sind Probenbehälter aus Glas oder Porzellan, eine Waage und ein Trocknungsofen erforderlich. Für die Bestimmung der Ausrollgrenze benötigt man ca. 15 bis 20 Gramm Probenmaterial mit Körnern kleiner 0,4 mm. Falls erforderlich, müssen gröbere Bestandteile zunächst entfernt werden. Dann wird die Probe auf der Glasplatte angetrocknet, bis sie so plastisch ist, dass man eine Kugel daraus formen kann. Gegebenenfalls kann die Probe dabei unter einem sanften Strom von warmer Luft getrocknet werden. Die so vorgetrocknete Bodenprobe wird zwischen den Fingern zu einer Kugel geformt und so lange zwischen den Handflächen gerollt, bis der Boden so stark weiter getrocknet ist, dass er an der Oberfläche leicht einreißt. Dann wird die Kugel in zwei gleiche Portionen von etwa gleicher Masse geteilt. Eine der Portionen wird in drei Unterportionen geteilt. Jede dieser Unterportionen wird dann einzeln zwischen Zeigefinger und Daumen in eine Walze mit einem Durchmesser von etwa 6 mm geformt. Die Walze wird auf die Glasplatte gelegt und mit einer gleichmäßigen Bewegung der Hand vor- und zurückgerollt. Unter sanftem Druck wird die Walze so lange gerollt, bis sie als Ganzes eine gleichmäßige Dicke mit einem Durchmesser von 3 mm erreicht hat.
Falls nötig, wird ein 3 mm Stab oder eine Messlehre verwendet, um den Durchmesser der Walze festzustellen. Anschließend wird die Probe wieder zusammengeknetet und der Ausrollvorgang erneut durchgeführt. Und zwar so lange, bis die Bodenprobe durch den Knet- und Ausrollvorgang so weit ausgetrocknet wurde, dass die entstehenden 3 mm dicken Bodenröllchen gerade beginnen auseinanderzubrechen. Sofort anschließend werden die zerbröckelten Röllchen in einen geeigneten Behälter, zum Beispiel ein Urglasschälchen, gegeben und luftdicht verschlossen. Den beschriebenen Vorgang wiederholt man anschließend auch noch mit den beiden weiteren Unterportionen. Die entstehenden Probenstückchen werden dem luftdichten Behälter hinzugefügt, um daran den Wassergehalt zu bestimmen. Mit der zweiten Teilprobe wird komplett analog verfahren. Die beiden so zustande gekommenen Mengen an zerbröckeltem Probenmaterial werden mit ihren Behältnissen gewogen und dann zur vollständigen Trocknung bei 105 bis 111 Grad im Trockenofen getrocknet. Nach der Ofentrocknung bis zur Massenkonstanz werden die Probenbehälter erneut gewogen und der Wassergehalt kann berechnet werden. Schauen wir uns die Ergebnisse der Probe 1 einmal konkret an. Vor dem Trocknen betrug die Feuchtmasse der Probe 66,78 Gramm, nach dem Trocknen nur noch 64,6. Die Masse des Urglasschälchens beträgt 56,67 Gramm. Insofern ergibt sich hier ein Wassergehalt der ersten Probe von 27,5%. Für die zweite Probe ergab sich eine Feuchtmasse von 64,14 Gramm, eine Trockenmasse nach dem Trocknen von 61,86 Gramm und die Masse des Urglasschälchens betrug 53,56 Gramm. In diesem Fall berechnet sich der Wassergehalt W2 ebenfalls zu 27,5%. Die für die beiden Teilproben ermittelten Wassergehalte dürfen absolut nicht mehr als 2% voneinander abweichen. Zumindest dann, wenn der Wassergehalt an der Ausrollgrenze kleiner gleich 40% ist. Beziehungsweise sie dürfen nicht mehr als 5% voneinander abweichen, wenn der Wassergehalt an der Ausrollgrenze größer als 40% ist. Ansonsten muss der Versuch leider wiederholt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann berechnet sich der Wassergehalt der Ausrollgrenze WP als Mittelwert aus den beiden Einzelwassergehalten des Ausrollversuchs. Zusammen mit dem Wassergehalt an der Fließgrenze WL dient der Wassergehalt an der Ausrollgrenze zur Bestimmung der Plastizitätszahl IP. Das ist WL minus WP. Dies ist ein Maß dafür, wie sehr sich eine kleine Änderung des Wassergehalts auf den Zustand des Bodens, genauer gesagt dessen Konsistenz, auswirkt. Außerdem ist der Wassergehalt an der Ausrollgrenze ein wichtiger Faktor für die Klassifizierung fein- und gemischtkörniger Böden.